einen Zwischenstand zu vermelden. Und das will ich hiermit auch gerne tun. Der Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz ist vollzogen. Ich bin einstimmig zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt worden. Klaus Wowereit ist Stellvertreter. Es hat eine Änderung gegeben in der Führung des Projektausschusses. Diesen Projektausschuss, ein Gremium des Aufsichtsrates, das sich insbesondere mit dem Bau des Flughafens beschäftigt, wird künftig vom Vertreter, vom Staatssekretär des Bundes, Rainer Bomber, geleitet. Wir haben des Weiteren Herrn Professor Schwarz als Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung abberufen. Und der Aufsichtsratsvorsitzende, also ich in dem Fall, ist beauftragt, unter Einbeziehung des in Auftrag gegebenen Rechtsgutachtens, die Erkenntnisse erwarten wir ja in spätestens 8 Wochen, um dann auch eventuelle Schadenersatzansprüche ableiten zu können, die Beendigung des Anstellungsvertrages vorzubereiten. Wir haben uns des Weiteren sehr intensiv, und dabei sind wir derzeit noch, mit dem Bauzustand auseinandergesetzt. Da spielen insbesondere alle Fragen der technischen Gebäudeausrüstung nach wie vor die beherrschende Rolle. Ich will hier nur noch mal, weil das gerade auch ein Thema war, sagen, da immer wieder auch von möglichen nötigen Abriss gesprochen wird, damit es da zwischen uns keine Missverständnisse gibt. Hier ist nicht gemeint mit diesem Terminus technicus, dass irgendwo Gebäude abgerissen werden müssen, sondern das meint zum größten Teil zum Beispiel Umbauten in Schaltschränken, in Schaltanlagen, also auch hier wieder in technischen Gebäudeausrüstungen. Es geht nicht darum, dass Teile des Terminals, der Piers oder der sonstigen Gebäude, die hier auf dem Flughafengelände errichtet worden sind, irgendwo abgerissen oder umgebaut werden müssen. Wir werden uns heute noch, wenn dieser Themenkomplex, bei dem wir uns jetzt gerade befinden, auch intensiv mit dem Betrieb der Flughäfen Tegel und Schönefeld-Alt beschäftigen, weil das ja für die nächste Zeit sehr wichtig ist, dass dieser Betrieb auch künftig so wie bisher möglichst reibungslos verläuft und in ansprechender Qualität. Dazu werden auch Aufwendungen, Anstrengungen nötig sein an diesen Altstandorten, um sie qualifiziert am Netz zu behalten und einen vernünftigen Flugbetrieb auch zu gewährleisten. Die nächste Aufsichtsratssitzung wird am 13. Februar, also in Kürze, stattfinden. Wir werden die Debatten dann fortsetzen, hoffen auch, dass einige Erkenntnisse dazu dann schon gewonnen sind. Ich werde morgen früh in den Verkehrsausschuss gehen, der Haushaltsausschuss, also des Bundestages. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat seine Sitzung für heute abgesagt und wohl auf Ende Januar verlegt. Ich will auch hier damit, ich wäre übrigens sehr gerne dorthin gegangen, es war erst avisiert, dass die heute stattfinden soll. Für gestern, und das sind dem gehen monatelange Planungen voraus, das Brandenburger Kabinett tagt regelmäßig auch außerhalb der Landeshauptstadt. Und für gestern war die Kabinettssitzung im Landkreis Prignitz angesetzt. Die Kollegen waren auch alle dahin unterwegs. Darauf bereiten sich auch die Landkreisämter selbstverständlich vor. Es werden andere Menschen mit eingeladen und zugeladen. Und dann kann man nicht einfach am Abend vorher eine Einladung schicken und erwarten, dass man das alles absagt und alle Karawanen umdrehen und nach dem Motto, jetzt müsste aber hierher kommen. Und da bitte ich auch die Kollegen aus dem Bundestag um Verständnis. So kann vernünftiges Regierungshandeln nicht aussehen. Und da muss man sich vorher auch mal ein bisschen absprechen. Und ansonsten bin ich gerne bereit, zu jeder Tages- und Nachtzeit da Auskunft zu geben. Aber man kann nicht einfach einen Abend vorher anrufen und sagen, ihr müsstet morgen da mal eure Pläne alle umschmeißen und hinkommen. Ich finde, das ist kein vernünftiges und gutes Miteinander. Ja, soweit aus meiner Sicht. Bin gerne bereit, ich gehe dann gleich wieder zurück, aber bin gerne bereit, noch Fragen. Ja, meine Damen und Herren, kurze Fragerunde. Der Ministerpräsident hat es gesagt, die Aufsichtsratssitzung geht dann weiter. Deshalb machen wir es in aller Kürze. Herr Metzner zunächst, bitte. Dass er noch einige Wochen im Amt bleibt, bis ein Nachfolger gefunden ist? Herr Schwarz hat sein Dienstzimmer beräumt
und den Betrieb verlassen. Die nächste Frage hatte Herr Büchner dann. Herr Platzek, es steht ja in Rede, dass der Aufsichtsrat um Experten ergänzt wird. Ist schon klar, ob die erstens zusätzlich kommen oder ob sie anstelle von bisherigen Aufsichtsratsmitgliedern kommen und wie viele das sein werden und möglicherweise sogar wer? Nein, das steht noch nicht fest. Es sind ja erst seit der neuen Situation auch wenige Tage vergangen. Wir werden auf jeden Fall das ist übrigens auch immer eine Frage, die Gesellschafter jeder für sich entscheiden müssen. Die Uranregung kam ja vom Bund. Das muss dann der Bund für sich entscheiden, für seine Besetzung des Aufsichtsrates. Wir von Brandenburg aus suchen im Moment jemanden mit einschlägigen Vorerfahrungen in Großprojekten, Bau und artverwandten Bereichen, werden uns aber dazu entsprechend Zeit nehmen, um eine Frau oder einen Mann dann dort zu benennen. Aber ich kann Ihnen auch versichern, übrigens, ich habe es ja bei anderen Gelegenheiten schon gesagt, man darf das auf keinen Fall unterbewerten, aber man darf es auch nicht überbewerten. Schauen Sie sich die Zusammensetzung von anderen Aufsichtsräten an, wo in Teilen nur Experten in dem Sinne, wie Sie es gesagt haben, sitzen und trotzdem Dinge vollkommen vor die Wand gegangen sind. Also auch das ist keine Versicherung. Ich werde mir auf jeden Fall, und ich habe das auch schon getan, einen Kreis von Menschen auch hernehmen, die mich jenseits der Aufsichtsratmitgliedschaft beraten und mit denen ich mich auseinandersetze, mit deren Sichten ich mich auseinandersetze. Wir werden in der Staatskanzlei, mancher von Ihnen weiß das schon, eine neue Einheit bilden. Ein Staatssekretär Brettschneider wird aus dem Verkehrsministerium versetzt in die Staatskanzlei und wird dort mit einer Arbeitseinheit von etlichen Kollegen dieses Thema sehr intensiv bearbeiten, bis das Schiff flott ist. Also auch da wird mir Erkenntniszuwachs sicher sein. Und ich sage mal, die Schlüsselstellung. Wir haben ja hier inzwischen eine Betrachtung des Aufsichtsrates. Ich fand das schon auch sehr eigen, dass danach der Sendung bei Herrn Jauch ja auch in vielen Zeitungen das Londoner Beispiel als das Beispiel hervorgeholt wurde, wie sowas gut laufen kann. Und manche haben gänzlich überhört, dass der Herr Kreve gesagt hat, der Aufsichtsrat hat damit gar nicht viel zu tun. Den sieht er nur einmal im Jahr. So ungefähr mehr will er ihn auch gar nicht sehen. Also das ist sehr unterschiedlich zu sehen. Und deshalb sage ich Ihnen auch, ich glaube, die Schlüsselfunktion, und so muss es in einem funktionierenden Unternehmen auch sein, wird die Besetzung der Geschäftsführung sein. Der Vorstandsvorsitzende der Geschäftsführung und die beiden Vorstandsmitglieder müssen und sollen eine Arbeit leisten, die dazu führt, dass dieser Flughafen in absehbarer Zeit in guter Qualität und genehmigungsfähig, zukunftsfähig an das Flugnetz kommt. Das ist vorwiegend die Aufgabe derer. Und die zu suchen, das ist jetzt mit meiner Aufgabe überhaupt keine Frage. Und da sind wir im Moment unterwegs. Aber auch da werden wir uns nicht, genauso wie mit der Terminsetzung, nicht unter einen falschen Druck setzen lassen. Denn das ist schon eine ganz wichtige, das ist vielleicht die Kernfrage überhaupt, wer da an welche Position kommt. Und deshalb werden wir uns auch die nötige Zeit lassen. Ich werde morgen mit einigen Kollegen aus der Belegschaft reden, weil, wie ich hatte es ja schon angedeutet, das Betriebsklima im Unternehmen besserungsfähig ist. Es ist kein gutes Klima derzeit und das ist schwierig. Und das tut manchmal auch ein bisschen weh, weil viele Kollegen mit großem Einsatz viel leisten. Ich sage mal nur, der Weiterbetrieb von Tegel, das war nichts Normales, dass man einfach sagen konnte, dass das da so sang- und klanglos geht. Das ist auch die große Leistung von vielen Frauen und Männern dort. Das will ich auch würdigen. Und ich will versuchen, einen Beitrag zu leisten. Auch Herr Ammann hat da jetzt eine erhebliche Aufgabe für die Übergangszeit, weil er jetzt derzeit allein verantwortlicher Geschäftsführer ist, dass wir dort Gräben, die entstanden sind in den vergangenen Zeiten, wieder schließen, Motivation erzeugen und die Belegschaft wieder dazu bekommen, dass alle an einem Strick ziehen. Und das wird ein wichtiger Punkt in der nächsten Zeit sein. Ich habe auch gesagt, dass ich mich um mehr Akzeptanz mühen will. Ich habe am
was ist heute für ein Tag? Mittwoch. Am Montag, es verschwimmt manchmal jetzt so ein bisschen. Am Montag mit allen Umlandbürgermeistern lange zusammengesessen, also von Königs Wusterhausen bis nach Ludwigsfelde, und habe mit ihnen intensiv die Situation, die Fragen, die anstehen, die Lage besprochen, und wir haben Folgetreffen auch vereinbart. Und ich habe Jörg Vogelsänger, den Infrastrukturminister des Landes, auch zum Umlandbeauftragten gemacht. Das ist auch auf Zustimmung bei den Bürgermeistern gestoßen, damit sie einen direkten Ansprechpartner auch für alle aufkommenden Fragen. Und das wird nicht nur jetzt während der Bauphase, werden das viele Fragen sein, auch im Betrieb. Das sehen wir in anderen Flughäfen, werden das Fragen sein, die dann weiter anstehen. Dann Herr Kerger mit der nächsten Frage, bitte. Die erste Frage, wie viel Zeit werden Sie sich nehmen für die Wahl des Nachfolgers von Dr. Schwarz? Ich meine, es ist richtig, dass Sie da sehr sorgfältig vorangehen müssen, aber das muss natürlich in einem gewissen Zeitrahmen geschehen. Und die zweite Frage ist, wie viel ist Ihnen der Ausbau und die Ertüchtigung von Tegel wert? Ich werde Ihnen jetzt, um mit der zweiten Frage anzufangen, noch keine Zahlen nennen, aber wir haben ganz klar gesagt, natürlich gehen wir sparsam mit den vorhandenen Mitteln um, aber es muss eine ansprechende Qualität sein. Das ist ein Stück mehr als nur betriebsfähig, sondern es muss auch so sein, dass ankommende Gäste oder abfliegende Gäste das Gefühl haben, dass sie ein Stück Visitenkarte hier wahrnehmen. Es wird eine angespannte Situation bleiben, dieser Flughafen. Sie wissen selber, für welche Kapazitäten der mal geplant wurde und in welcher Dichte er heute genutzt wird, aber es wird nicht ohne, dass wir auch Geld aufwenden für Tegel und auch noch als Schönefeld dort im wesentlich geringeren Umfang, aber auch da muss dies und jenes gemacht werden. Also wir werden in Tegel noch mal was tun müssen, um die nächste Zeit dort zu überstehen. Wir haben heute auch festgelegt, dass das Prozedere eingeleitet wird, was sich ja anbietet, Headhunter suchen, also praktisch eine begrenzte Vergabe und dann uns Angebote einholen. Man muss ja auch die Regeln alle einhalten. Das geht nicht von heute auf morgen, aber das wird auch nicht viele Monate gehen. Ich würde allerdings einen nächsten Fehler machen, wenn ich Ihnen jetzt gleich sage, in so und so vielen Monaten. Natürlich hängt das auch davon ab, wer kommt, wer will, wer hat Interesse. Und ich sage auch mal, und wen können wir bezahlen? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich habe schon diese und jene Wortmeldung gehört. Das sprengt aber alle uns verfügbaren Grenzen und Möglichkeiten. Dann hatten wir Herrn Wedekind. Berliner Flughäfen. Und dann hätte ich gerne gewusst, wie das mit der Abfindung von Herrn Schwarz ist. Herr Ammann führt die Flughäfen und alles Weitere wird im Lichte dessen, was ich hier gesagt habe, was dann auch sich aus den Rechtsgutachten ergibt, zu besprechen sein. Und dann werden wir entsprechende die Verhandlungen führen und zu einem solchen Vertrag kommen. Und Sie sehen mir bitte nach. Es wäre auch juristisch ein Fehler, wenn ich jetzt auch nur ein Wort dazu sagen würde. Die nächste Frage dann Herr Rieke. Herr Platzek, wie stehen Sie zu der sich doch häufenden Kritik an Herrn Ammann, speziell auf seine Verantwortung für die jüngste Verschiebung des Eröffnungstermins und auch seinen Führungsstil? Da gibt es ja auch Kritik. Und hat er noch Ihr volles Vertrauen? Herr Ammann hat mein Vertrauen. Wir haben ein offenes und klares Verhältnis. Dazu gehört auch Kritik untereinander an Vorgehensweisen und an bestimmten Schritten. Und damit, ich habe mit ihm eine sehr intensive Aussprache gehabt und habe ihn auch auf die jetzt ja zumindest temporär erweiterte Verantwortung sehr deutlich hingewiesen. Auch was seinen Beitrag angeht, alles zu unternehmen, um die Belegschaft zusammenzuführen und zusammenzuschweißen. Darüber sind wir uns auch einig. Ansonsten hat Herr Ammann mein Vertrauen. Überhaupt keine Frage. Sonst ging es auch nicht. Dann hatte Herr Faroun die nächste Frage. Herr Platzek, hat Ihnen denn Herr Ammann auch erklärt, was denn eigentlich zwischen dem 18. oder 19. Dezember passiert ist und dem 4., wo es die Absage gab? Welche Erkenntnisse sind ihm da gekommen und woher kamen die eigentlich? Herr Faroun, es haben ja in diesen Tagen noch weitere Entrauchungstests, Heißgastests stattgefunden. Und die sind in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, es ist ja weiter gearbeitet worden, ausgewertet worden. Und die Hoffnung, die es vorher gab, durch bestimmte Maßnahmen das Geschehen genehmigungsfähig zu gestalten. Ich will Sie jetzt nicht langweilen mit den Wegen, die der Rauch dort genommen hat. Wir haben das sehr intensiv eben nochmal eruiert und nachvollzogen. Und die Hoffnung, die man seinerzeit noch hatte, dass das beherrschbar sein könnte, um ein
Um am Ende genehmigungsfähig zu sein, haben sich bei genauer Auswertung dieser Teste aus der Sicht von Herrn Ammann zerschlagen. Und das hat dann auch zu seiner Meinungsäußerung am 4. Januar in Summe als Conclusio des Ganzen geführt. Herr Bittner. Gibt es einen Zeitplan, bis wann Sie uns einen neuen Eröffnungstermin vorschlagen wollen? Ich bin mir ganz sicher, dass wir noch einige Monate brauchen, um die Grundlagen zu haben, die Planungsgrundlagen, die nicht nur als Planung da liegen müssen, Herr Bittner, sondern ich habe heute gesagt, ich lege auch Wert darauf, dass diese Planungen auch als genehmigungsfähig anzusehen sind. Sie wissen, die Genehmigung kommt am Ende. Aber es gehört zu solchen Bauabläufen, dass man sich eine Planung nimmt und im Verbund mit den Genehmigungsbehörden sich darüber beugt und gesagt wird, das kann was werden, das kann klappen, das gehört dazu. Und wenn diese beiden Grundbedingungen erfüllt sind, dann können wir seriös und klar einen neuen Eröffnungstermin benennen. Vorher könnte man es wäre aber nicht seriös. Und deshalb glaube ich, ich hatte mir schon das Wort vorher abgeschnitten. Deshalb glaube ich, werden wir, wie gesagt, noch einige Monate brauchen, bis wir zu dieser Aussage in der Lage sind. Und ich will hier nicht jetzt irgendwie schon mit einem Termin, der Bekanntgabe eines Termins, nicht seriös handeln. Dann Frau Hilpert mit der nächsten Frage. Herr Platzek, es gab ja viel Kritik an dieser sogenannten Personalrochade. Warum glauben Sie, dass das den Karren, sag ich mal, aus dem Dreck ziehen wird? Und noch eine Frage. Herr Ammann hat dem ZDF gesagt, er halte 2015 für wahrscheinlicher. Mögen Sie diese Aussage kommentieren? Um mit der zweiten Frage anzufangen, ich möchte diese Aussage definitiv nicht kommentieren, auch in keiner Weise sonst dazu Stellung nehmen. Ich habe eben zu Terminen alles gesagt. Und Frau Hilpert, ich habe zu meiner Motivation und zu dem, warum ich es tue, und uns ist nicht mangelnde Lebenslust, wie manche mir unterstellt haben, und wie ich es tun will, wirklich schon sehr viel im Landtag gerade eine halbe Stunde dazu gesagt. Dem habe ich auch nicht viel hinzuzufügen. Und ich kann nicht mehr auch von meiner Seite aus dem politischen Raum heraus tun, als zu sagen, mir ist komplett klar, als ich die Frage zu beantworten habe, ob ich es mache oder nicht mache, mir ist komplett klar, dass, und zwar ob ich es wollte oder nicht, mein politisches Schicksal damit dann verbunden ist. Das liegt so klar auf der Hand wie irgendwas. Ich habe es trotzdem und das in voller Überzeugung bejaht, weil bei allen Schwierigkeiten, bei allem Desaster, was wir zu verzeichnen hatten, bleibt dieses Projekt für das Land Brandenburg und für die gesamte Region Berlin-Brandenburg das Schlüsselprojekt per se. Wir sind im Moment gut aufgestellt. Wir sind ein modernes Land geworden, Brandenburg, in den letzten 20 Jahren. Wir sind hoch wettbewerbsfähig. Aber wir müssen um den Erhalt dieser Wettbewerbsfähigkeit kämpfen. Wir haben sehr deutlich verspürt, das gilt übrigens nicht nur für Brandenburg, dass Wettbewerbsfähigkeit einem nicht geschenkt wird. Wir haben in Ostdeutschland innerhalb weniger Jahre eine komplett neue Industrie aufgebaut und sind fest davon ausgegangen, dass diese neue Industrie, erneuerbare Energien, Solarindustrie, 15 bis 20 Jahre uns sichere Arbeitsplätze sichern wird, bis andere Regionen der Welt technologisch und technisch nachgezogen haben. Es hat keine 5 Jahre gedauert und wir schließen von Bitterfeld bis Frankfurt, von Erfurt bis sonst wohin sämtliche dieser neu gebauten Fabriken bereits wieder, weil wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Warum sage ich das? Weil wir haben nur wenig Felder, auf denen wir Wettbewerbsfähigkeit erlangen können und verteidigen können. Neben Bildung, Wissenschaft und Forschung, keine Frage, ist das auch infrastrukturelle Angebundenheit. Wir werden nie mit Lohnniveau, wir werden nie mit Wohlstandsniveau konkurrieren können. Also wollen wir auch nicht. Sondern wir haben nur die Chancen, mit besseren Produkten und mit einer besseren, sichereren, moderneren, schnelleren Infrastruktur punkten zu können. Die anderen warten nicht, die anderen sind nicht dümmer und haben niedrigere Lohnniveaus. Und deshalb liegt mir daran, dass dieser Flughafen ein wirklich gut funktionsfähiger wird. Weil wenn Sie sich in Europa Regionen anschauen, in unserem schönen alten Europa, die heute noch wettbewerbsfähig sind, gut wettbewerbsfähig, werden Sie feststellen, dass immer eine exzellente Luftverbindung dazu, also Luftverkehrsverbindung dazugehört. Sonst hat man heute kaum noch eine Chance. Und das hat mich dazu getrieben,
genau das zu machen, was ich tue. Dann würden wir die letzten zwei, drei Fragen noch machen. Die erste hier in der Mitte, bitte. Sie verlieren ja nun mit Herrn Schwarz das letzte institutionelle Gedächtnis in der Führung des Flughafenneubaus. Man hat gesehen, dass mit dem Generalplaner auch die Pläne verschwunden sind. Wann kann die Öffentlichkeit damit rechnen, dass überhaupt weitergebaut wird? Der Busfahrer erzählt mir auf dem Weg hierher, dass überhaupt keine Arbeiter mehr mit ihm fahren seit Oktober. Na gut, also ganz so ist es nun wohl auch nicht. Wir haben, Herr Ammann hat das gerade berichtet, zum Beispiel sehr viel Arbeiten in den letzten Wochen erledigen können auf dem Flughafen, was die Überlastung, ja die viel zitierten und zu Recht viel beschriebenen Überlastungen der Kabeltrassen, der Kabelbrücken anging. Da ist bereits vieles geordnet, repariert, umgebaut worden. Aber natürlich wäre es doch nicht sinnvoll, sage ich mal, jetzt irgendwie mit irgendwelchen Tätigkeiten 1.000, 2.000, 3.000 Arbeiter zu beschäftigen, wenn man gar keine belastbaren Planungen hat. Und deshalb ist die Abfolge, erstmal eine wirklich belastbare Planung wieder aufzulegen. Und dabei ist man derzeit dieses zu tun, um danach dann die Arbeiten auch zu realisieren, genau die richtige Abfolge. Und da sollten wir uns auch nicht in andere Rituale hineintreiben lassen. So, dann Herr Hermel, bitte mit der letzten Frage. Entschuldigung. Woche gesagt, es stünde jetzt die Entscheidung an, ob man bei dem provisorischen Weg bleibt, also dem Versuch, das, was da an der Baugenehmigung vorbeigebaut worden ist, irgendwie noch über Gutachten genehmigungsfähig zu machen, oder ob man nicht ganz anders vorgehen muss, nämlich alles baugenehmigungsfähig zu errichten, also auf Reset drücken. Ist die Entscheidung getroffen? Herr Hermel, so eine Vorgänge sind ja nie digital. Das heißt, dass es nur 0 oder 1 gibt, ja oder nein. Im Prinzip wird eher der Weg favorisiert und beschritten, genehmigungskonform auch zu werden. Deshalb sage ich, es wird auch bis hin, dass Umplanungen, Umbauten nötig sind, aber in dem Charakter, wie ich es beschrieben habe, weil es geht, wie gesagt, nicht um Hochbau oder Tiefbau, sondern es geht um TGA. Aber wir werden auch weiterhin uns bemühen, beziehungsweise die Geschäftsführung, Herr Ammann, werden sich bemühen, manches von dem, was installiert wurde, auch genehmigungsfähig zu gestalten. Und ich sehe, dass es da auch Zwischenwege gibt. Also es ist nicht so, dass generell gesagt wird, vergesst alles. So ist es nicht, so ist auch das Signal nicht, was wir haben. Aber an etlichen Stellen wird man sehr klar dahin gehen müssen, was mal genehmigt worden ist oder als genehmigungsfähig angesehen worden ist, dass das auch kommt. Wir haben für die nächste Zeit vor, auch intensive Gespräche mit dem Bauordnungsamt, mit dem Landrat zu führen. Und wir wollen ein Klima, wie es auch anderswo üblich ist, dann wieder haben, wo nämlich Planer, Bauer und Genehmiger, und das ist ein Prozess, der Hand in Hand geht, da wartet man nicht ab und denkt, irgendwann, wenn die fertig sind, gehe ich hin, sondern da redet man miteinander und sagt, geht diese Lösung oder geht jene Lösung. Übrigens, ich habe mir angeschaut, was in anderen Flughäfen, gerade beim Brandschutz, so ist. Da ist es übrigens auch so, dass Flughäfen im Betrieb sind und nicht alle Szenarien genehmigt worden sind. Manche schon seit 3, 4, 5 Jahren nicht, weil aber gesagt wurde, das sind Wahrscheinlichkeiten, die dann ungefähr so groß sind, wie dass der Mond auf die Erde fällt, das können wir verantworten, das trotzdem schon in Betrieb gehen zu lassen, und die Szenarien spielen wir später dann mal durch. Also ich will damit nur sagen, auch da gibt es keinen 0-1-Zustand, sondern das hängt aber davon ab, ob ein vertrauensvolles Klima zwischen den entsprechenden Beteiligten da ist oder ob das nicht ist. Wenn es nicht ist, würde sich naturgemäß jeder auf seinen rein juristischen Stand zurückziehen und sagen, ich rühre mich hier überhaupt nicht, und wir wollen versuchen, dass das wieder ein gutes Klima wird, einfach ein gutes Klima, und dass man sich auch gegenseitig Vorschläge macht und dass man sagt, versucht es mal auf dem Weg, und dann kann das auch hingehen. Ansonsten habe ich klipp und klar gesagt, Landrat Loge und seine Mannschaft, das habe ich auch im Parlament gesagt, haben eine gute Arbeit geleistet, und wir werden durch nichts dazu beitragen, dass sie sich irgendwie in die Ecke gestellt oder gedrückt fühlen. Das darf nicht passieren. Dann jetzt die wirklich letzte Frage vorne in der Mitte. Kandidatenliste für die Nachfolge von Herrn Schwarz geben. Kennen Sie diese Liste, und wer steht denn alles drauf? Wir sind ja wirklich fröhlich. Also, wir reden natürlich über Namen, keine Frage, und wir wollen jemanden, der für beide Positionen, Frau oder Mann, die sehr gut sind, die entsprechende Vorerfahrungen, Referenzen haben. Der Markt ist nicht riesig.
Also, und so lang sind die Listen, von denen Sie sprechen, auch nicht. Also wir haben ja nun, gucken Sie sich die paar Flughäfen an, die es in Deutschland gibt. Das ist ja schon alleine. Und da kennen wir auch fast alle Kolleginnen und Kollegen, die dort tätig sind. Nun muss es nicht unbedingt direkt vom Flughafen sein, aber es wäre natürlich schon schön, wenn da eine gewisse Affinität und Vorerfahrung da ist. Aber ich sage nochmal, das ist ein sensibler Bereich und deshalb werde ich mich zu Listen und Namen, Sie sehen mir das nach, nicht äußern. Wenn Sie den absolut tollen Vorschlag haben, dann sagen Sie es mir nachher.